Also starten wir mit der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen Dynamo Dresden. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer und alle anwesenden Journalisten. Und wir starten direkt mit unserem Gästetrainer Guarino Capretti. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag zusammen. Die ersten 20 Minuten sind wir ganz schön unter die Räder gekommen, muss man einfach so sagen. Wir haben uns super auf den Gegner vorbereitet. Wir wussten, der Gegner kommt mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen auf den Platz. Das hat man einfach auch gesehen. Die Spielfreude, dieses Zweikontaktspiel, diese Ballsicherheit, das kam nicht überraschend. Überraschend kam nur, dass wir es nicht geschafft haben, das Zentrum zu schließen, in die Zweikämpfe zu kommen, ja, griffig zu sein. Das ist uns nicht gelungen. Und ja, da haben wir glücklicherweise nur 1:0 zurückgelegen, muss man ganz klar so sagen. Da war sicherlich viel, viel mehr drin für Nürnberg. Dann haben wir umgestellt auf 5-3-2. Wir wollten im Zentrum einfach noch mehr Sicherheit haben. Wir wollten das Zentrum schließen. Wir wollten auch vielleicht tiefere Ballgewinne haben. Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir da auch mehr Stabilität gehabt. Und in einer schlechten Phase haben wir ausgeglichen. Da haben wir stand es dann 1-1 und haben dann auch so ein bisschen Selbstvertrauen getankt. In der Halbzeit hatte ich die Möglichkeit, nochmal detaillierter auf die Umstellung drauf einzugehen. Und man hat einfach auch von Beginn der zweiten Halbzeit gemerkt, dass wir uns viel wohler gefühlt haben, dass wir Ballgewinne hatten, dass wir in unserem Übergangsspiel gekommen sind. Direkt zu Beginn hat Agi eine richtig gute Chance auf Außen, wo er drüber schießt. Dann die Chancen vom Watzlaw. Das waren schon große, große Chancen. Ich glaube, im Großen und Ganzen, ohne jetzt ganz tief in die Analyse reinzugehen, gehörte die zweite Halbzeit aus meiner Sicht uns, auch wenn wir in der Schlussphase auch nochmal den einen oder anderen Angriff abwehren mussten. Aber letzten Endes geht der Punkt meiner Meinung nach für beide Mannschaften in Ordnung. Danke. Guarino, vielen Dank. Robert, deine Analyse nach dem 1:1. Ja, hallo, servus von mir. Ja, Spielverlauf, glaube ich, wurde jetzt schon gut wiedergegeben. Da muss ich jetzt nicht mehr so viel drauf eingehen. Wir haben eine richtig gute ersten 20, 25 Minuten gespielt, wo wir viel von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Einziger Makel, wir machen den Sack nicht zu, haben die Chancen, hat auch ein bisschen dann ja, so diese Gier gefehlt, unbedingt das Tor machen zu wollen, so in dem Gefühl, ja, es wird noch die nächste oder die übernächste Chance kommen. Und das hat sich dann gerecht vor der Halbzeit mit dem 1:1 und das hat so ein bisschen was bewirkt. Hat man gemerkt, die Jungs haben dann auf einmal angefangen nachzudenken, was passiert jetzt und ja, das haben wir ihnen versucht in der Halbzeit zu nehmen, auch dieses Gefühl, aber haben es nicht so richtig geschafft, dann sind in der zweiten Halbzeit auch nicht besser rausgekommen, mussten dann ein bisschen was überstehen. Und haben dann irgendwann Mitte zweiter Halbzeit gemerkt, okay, dass wir uns jetzt wieder ins Spiel zurückarbeiten müssen, über die Dinge, die uns stark machen. Wir haben dann wieder besser verteidigt, haben dann besser die zweiten Bälle gewonnen, haben dann selber Umschaltmomente gehabt und haben dann eine andere Art von Spiel gehabt, womit ich auch einverstanden war, was okay war. Und haben dann in der Schlussphase, wie gesagt, noch die Druckphase, mussten zwei brenzlige Situationen gegen uns überstehen, wo wir beide Male am Flügel weggespielt wurden, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Da haben wir Glück gehabt und hinten raus, wie gesagt, dann nochmal Pech gehabt. In Summe muss ich sagen, trotzdem, wie die Mannschaft das heute gemacht hat, da ging es gar nicht mehr so um einzelne Entscheidungen, sondern wie sie das angenommen hat, wie sie ins Spiel reingestartet ist, wie sie dann auch sich aus der Phase in der zweiten Halbzeit wieder rausgearbeitet hat. Finde ich gut. Klarer Schritt nach vorn im Verlauf der Saison. Ich glaube, dass wir noch vor ein paar Wochen so ein Spiel verloren hätten. Und deswegen bin ich damit einverstanden. Und ja, wie gesagt, Wermutstropfen. Wir müssen das Spiel viel früher killen. Und das haben wir nicht getan. Deswegen ist der Punkt am Endeffekt so in Ordnung. Ja, vielen Dank an beide Trainer. Wer möchte die Fragerunde eröffnen? Einmal ganz hinten rechts, bitte. Thomas Nahnhoff, Dresdner Morgenpost.
Herr Capretti, die erste Halbzeit von St. Pauli und die zweite von jetzt, ist das dann Ihr kompletter Fußball? Auf die Frage habe ich schon gewartet. Ich glaube, es gibt immer mal Phasen, wo der Gegner drückt, wo man Rückschläge erleidet. Das ist Fußball. Man darf nicht vergessen, wir haben in den letzten Spielen gegen Top-Teams gespielt. Nicht nur gegen Top-Teams, die oben stehen, sondern auch gegen Top-Teams, die im Flow sind, die einen richtig guten Lauf haben. Und ja, zurückzukommen, darauf zu reagieren, wie wir Rückschläge dann wettmachen, das macht mich total optimistisch. Also ich glaube, dass wir dann immer in der Lage sind zu reagieren, zu antworten. Wir sind immer in der Lage, dann auch noch torgefährlich zu werden, wegzuverteidigen. Wir beschäftigen uns nicht mit irgendwelchen Rückschlägen, sondern sind im Hier und Jetzt. Das ist total wichtig, gerade in dieser Konstellation Abstiegskampf. Man hat einfach das Gefühl, die Jungs, die interessiert das gar nicht. Die spielen auf Sieg. Ich glaube, wenn der eine oder andere von euch einen Blick in die Kabine werfen würde, dann wird man auch eine Mannschaft sehen, die zum einen Teil natürlich zufrieden ist, weil sie eben alles gegeben hat, aber auch ein bisschen bedröppelt ist, weil ja einfach so, wir hatten ja die Möglichkeit, einen Lucky Punch zu setzen. Also ich glaube, insgesamt ist es einfach wichtig, aus diesem Spiel mitzunehmen, dass wir ja immer in der Lage sind, auch Rückschläge wettzumachen. Noch eine Nachfrage? Ja, eine Nachfrage hätte ich noch. Während Heinz Mürschel in der Vorwoche fast gar nichts gelungen ist, war heute in der zweiten Halbzeit ein richtig belebendes Element. Haben Sie mit ihm unter der Woche mal sprechen können, woran es lag? Denn heute war es ja richtig gut dann. Ich glaube, ich habe mit jedem Spieler gesprochen. Das ist ja klar. Ich bin seit 3 Spielen jetzt hier an der Seitenlinie und die erste Aufgabe ist erstmal, die Jungs kennenzulernen, einfach mal zu schauen, wie ticken die Jungs. Klar sprichst du mit denen über Fußball, aber in gewissen Situationen beobachtest du die Jungs auch im Training. Wie reagieren sie auf Rückschläge? Wie bringen sie sich ein? Und Heinz war total positiv, auch wenn er jetzt in der letzten Woche gar nicht gespielt hat, hat immer Gas gegeben, auch in der Länderspielpause. Jetzt wird er die Zeit nutzen, vor Ort zu sein, um selbst fit zu werden, um selbst diese Spielinhalte, die ich da vermittle, in jedem Training einfach aufzusaugen. Er will dabei sein, er will seinen Teil dazu beitragen, dass wir Punkte holen. Das finde ich super von Heinz. Also ja, ich beantworte die Frage. Ich habe mit Heinz gesprochen. Ob es jetzt daran gelegen hat, müssen Sie Heinz fragen. Weitere Fragen. Martin Funk von der Bild hier vorne. Herr Klaus, Sie blicken ja immer wieder auf die Entwicklung der Mannschaft. Waren Sie dann heute auch ein bisschen überrascht, wie sehr man sich von diesem Ausgleich dann auch, wie sehr die Mannschaft davon getroffen wurde, wie sehr da der Stecker gezogen war, dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit? Weil Sie werden ja sicherlich in der Halbzeit genau darauf angesprochen haben, dass weite Teile dieses ersten Durchgangs ja nahezu perfekt waren. Nee, war gar nicht überrascht. So ist Fußball. Es ist genau so, läuft immer Fußball. Und je besser man vorher ist, desto mehr trifft einen so ein Ausgleich. Es ist immer so. Deswegen war ich null überrascht und habe das auch so erwartet, dass das zweite Halbzeit zäh werden wird. Und das liegt aber nicht an meiner Mannschaft, sondern generell, glaube ich, ist das oft so im Fußball, dass dann so ein Ereignis das Ganze mal auf den Kopf stellt und dass die Jungs sich dann lange damit beschäftigen und sich fragen, warum jetzt? Also wir waren doch so gut und warum fühlen wir nicht viel höher? Und das abzuschütteln hat halt einfach länger gedauert. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Mannschaften haben wir dieses Phänomen schon beobachtet. Und mir gefällt es, wie sie dann doch wieder rausgekommen sind aus der Situation, ja. Einmal erst hinten, genau, zuerst gemeldet und dann Florian Zenger. Hallo, Jan Arndt von der Bild aus Dresden. Frage an Herrn Capretti. Sie hatten die taktische Umstellung angesprochen. Ist das 5-3-2 vielleicht das bessere System in der jetzigen Situation? Das wird die Analyse zeigen. Also jetzt gleich auf der Rückfahrt werde ich mich wieder mit der Analyse beschäftigen. Ich werde mir das Spiel nochmal angucken, werde auch nochmal Gründe suchen, warum es im 4-3-3 nicht funktioniert hat. Und sicherlich ist das ein Ansatz, zu überlegen, was tut uns gerade gut.
ist das eher das 4-3-3, das 5-3-2. Letzten Endes ist es dann auch mein Job zu gucken, was ist für die jetzige Zeit in diesem Kontext mit ja, Abstiegskampf, was ist das Bessere für die Mannschaft? Womit fühlen Sie sich am wohlsten? Jetzt diese Frage so zu beantworten, pauschal zu beantworten, das kann ich gar nicht. Das muss ich mir alles nochmal angucken. Da muss ich auch die Jungs mitnehmen, wieder Gespräche führen mit Beteiligten. Und letzten Endes, ich gebe es sicherlich vor, aber die Jungs müssen es umsetzen und müssen sich dabei immer wohlfühlen. Also letzten Endes, schauen wir mal. Jetzt Florian Zenger. Daran quasi anschließend, Herr Klaus, wie viel jetzt von dem Stecker ziehen war die Umstellung bei Dresden und wie viel war Psychologie bei Ihrer Mannschaft? Ich glaube, ganz viel Psychologie. Natürlich hat es ein bisschen was verändert, gerade beim Anlaufen, aber mit Ball hatten wir ähnliche Situationen. Anlaufen haben wir ganz kurz dann reingecoacht, dass wir dann eine kleine Änderung haben, aber das kennen wir. Wir sind letzte Woche in Hannover auch eine Dreierkette oft angelaufen. Deswegen, das war jetzt nicht so ausschlaggebend. Ein bisschen, das haben wir schon öfter in der Saison gehabt, sondern es ging eher um das Tor. Dass wir das, glaube ich, das hat uns schon den Stecker gezogen. Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Herr Klaus, ist noch nicht so lange her, dass Fabian Nürnberger hier eine etwas schwierige Phase hatte mit einer frühen Auswechslung. Wie beurteilen Sie seine Entwicklung jetzt seitdem und wie schwer ist Ihnen heute gefallen, Tom Kraus nach dem Spiel in Hannover draußen lassen zu müssen? Ja, Fabi hat eine gute Entwicklung genommen, ähnlich wie die Mannschaft. Er fühlt sich wohl in der Mannschaft. Die Dinge, die wir jetzt aktuell auch auf den Platz bringen, die passen gut zu ihm. Da fühlt er sich wohl. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft weiß, was er uns geben kann. Das ist wichtig. Natürlich ist er immer wieder ein bisschen risikobehaftet. Das wollen wir aber auch. Dafür ist er sehr beweglich und löst dann auch viele Situationen auf. Es war heute vor dem Spiel tatsächlich oder gestern schon eine sehr schwierige Entscheidung zwischen Fabi, Lino und Tom auszuwählen. Das nur zwei Spielen. Wir wollten die Grundordnung nicht ändern. Wir wollten auch nicht Spieler auf positionsfremden Positionen spielen lassen, sondern wollten so viel wie möglich gleich beibehalten und haben uns deswegen dann entschieden, einen Tom heute draußen zu lassen. Ist uns schwer gefallen, kann ich ganz offen auch sagen, weil der Tommy letzte Woche ein super Spiel gemacht hat. Aber im Endeffekt war es dann eine Entscheidung für Lino, weil wir das Gefühl hatten, dass er dann im Zentrum noch häufiger ins Aufdrehen kommen kann, dann im Rücken der Stürmer sich da aufdreht und ins Tempo kommen kann. Und gerade, glaube ich, die erste Halbzeit hat das dann auch gut geklappt. Und Tommy hat dann auch nach seiner Einwechslung genau das reingebracht, was wir von ihm erwartet haben, in der Phase, wo es dann eher darum ging, wer gewinnt die zweiten Bälle, wer hat Ballgewinne, wer gewinnt 50-50-Situation, hat uns dann nochmal einen Impuls gegeben und Energie gegeben und das war auch die Idee, das hatte ich vorher mit ihm auch so besprochen. Und ja, jetzt geht der Tommy erstmal zum DFB, da freue ich mich für ihn und für den Schuga, dass sie da dann wieder auch richtig gute andere Erfahrungen machen können, haben da wichtige Spiele und deswegen hoffe ich, dass beide verletzungsfrei zurückkommen und dann wieder richtig gut bei uns funktionieren. Zweimal. Erst da, dann da. Stefan Schramm, Dresdner Neueste Nachrichten. Herr Capretti, mich würde interessieren, wie Sie die Leistung von Agi Diawusi heute einschätzen. Es war ja heute sein Startelfdebüt. Er gibt die Vorlage zum Ausgleich. Und wieso haben Sie ihm den Vorzug gegeben gegenüber beispielsweise Brandon Borrello? Ja, Agi ist seit Tag 1 im Training total präsent. Hat mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik, hat mich, ich will nicht sagen überrascht, aber hat schon eine Duftmarke gesetzt von Tag 1. Man hat einfach gemerkt, dass Agi vermutlich diese Situation eines Trainerwechsels einfach jetzt ausnutzen wollte, sich gut präsentieren wollte. Und ich habe zu Beginn den Ranzi noch den Vortritt gegeben, weil er es einfach auch gut gemacht hat. Aber mir war klar, dass wenn er dieses Trainingsniveau so beibehält, dass er seine Chance einfach kriegen wird. Und ich bin froh, dass ich mich auch so entschieden habe. Agi hat ein gutes Startelfdebüt hingelegt mit einer Vorlage, war hinten
Oder am Ende war er einfach auch ausgepowert, musste er sich auswechseln lassen. Und genau das habe ich auch von ihm gefordert, dass er einfach sich nicht schont und irgendwie versucht dann 90 Minuten durchzuspielen, sondern eben alles raushaut. Das hat er gemacht, war in ein, zwei Situationen ein bisschen unsauber, aber es ist ja auch klar, ihm fehlt einfach so ein bisschen die Spielpraxis und er hat eine Leistung hingeboten, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann, aber die man sicherlich dann auch nochmal aufarbeiten muss, damit er aus den, ich will jetzt nicht sagen Fehlern, aber aus Fehlverhalten einfach auch lernt. Hallo, Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Capretti, seit Ihrer Amtsübernahme ist deutlich, dass Dynamo zu deutlich mehr klaren Torchancen kommt. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Chancenverwertung. Wird das jetzt ein Schwerpunkt für die Länderspielpause? Effizienz ist immer ein Schwerpunkt. Immer. Die Frage ist nur, wie schnell geht das, wie schnell setzen Sie es um? Natürlich trainieren wir das im Training. Wir trainieren viele Abläufe, auch in der Box im letzten Drittel. Definitiv, auch mit Gegnerdruck, können Sie mir glauben. Man muss natürlich aber auch sagen, Spielsituationen, da kommen noch andere Dinge, andere Komponenten hinzu. Da kommen Gegenspieler, die auch Qualität haben. Da kommen vielleicht so eine emotionale Komponente. Das sind alles Dinge, die man nicht immer simulieren kann im Training. Aber definitiv die Abläufe im letzten Drittel, die Effizienz, da arbeiten wir dran. Da werden wir weiter dran arbeiten. Sie haben sehr gut beschrieben, dass wir unsere Tormöglichkeiten haben, unsere klaren Tormöglichkeiten. Wir haben eine gute Struktur in unserem Übergangsspiel. Das freut mich. Und jetzt geht es darum, effizienter zu werden. Und noch eine Nachfrage. Sind Sie Stand jetzt mit den drei Spielen, wenn man so ein kleines Zwischen- oder erstes Fazit zieht, zufrieden mit dem, was Sie umsetzen konnten, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt? Zufriedener wäre ich natürlich, wenn wir auch einen Dreier dazwischen gehabt hätten, ganz sicher. Aber ich glaube, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln, dass wir Schritt für Schritt uns da annähern an den Dingen, die ich gerne sehen möchte. Das ist natürlich der Faktor Zeit. Es ist natürlich, spielt und oder es ist da irgendwie irgendwo in meinem Wege. Aber ich glaube, dass wir die Trainingseinheiten, die Zeit, die wir miteinander verbringen, gut nutzen. Die Jungs sind bereit, Dinge aufzunehmen, Dinge umzusetzen. Natürlich, wie im Leben auch oder wie in der Schule auch. Der eine setzt das schneller um, begreift schneller als der andere, das ist normal. Aber man sieht einfach den Willen, man sieht einfach auch diese Moral, diese Mentalität, nennen Sie es, wie Sie möchten, die Jungs wollen. Die Jungs, die sind bereit, bis ans Limit zu gehen, sind bereit, Dinge aufzunehmen, sind bereit, Dinge umzusetzen. Und sonst würdest du so ein Spiel nach den ersten 20 Minuten, sonst würdest du nicht zurückkommen. Das wäre unmöglich. Also da haben wir wirklich Moral bewiesen. Das freut mich sehr. Und in den kommenden Trainingstagen haben wir auch ein gutes Testspiel vor uns. Da werden wir Dinge weiter verfeinern, weiter verfestigen, dass wir beim nächsten Heimspiel gegen Schalke richtig gut gewappnet sind. Nico Gehle von der Bild. Herr Klaus, auch an Sie die Frage, wie sieht die Planung für die Länderspielpause aus? Es biegt ja jetzt dann die Saison in die Zielgerade ein und die nächsten drei Gegner haben Sie ja in sich mit Heidenheim, Darmstadt und Werder. Was sind denn die Trainingsschwerpunkte Ihrerseits und gibt es auch ein Testspiel nächste Woche? Testspiel geben wir morgen bekannt. Richtig? Frage ich dich? Ja. Testspiel geben wir morgen bekannt? Ja, richtig. Ja. Also Testspiel geben wir morgen bekannt. Wir haben eins. Aber ich darf es noch nicht bekannt geben. Deswegen morgen. Also, schön schwarzen Peter rübergeschoben. Danke. Ich würde sehr gerne offen mit euch reden, ich darf immer nicht. Ich schiebe es direkt weiter an den gastgebenden Verein dann. Genau. Nein, also wir haben ein gutes Testspiel gegen Ende der Woche. Gegen einen sehr guten Gegner. Wir werden daran arbeiten, ein bisschen variabler in der Grundordnung zu werden. Wir werden wieder eine neue Grundordnung in der Länderspielpause nutzen für das Testspiel und daran auch arbeiten, dass wir da flexibler sind für die Endphase der Saison, dass wir dann auch reagieren können, auch im Spiel besser umstellen können. Wir sind
schon relativ flexibel, was jetzt die Besetzung im Zentrum betrifft und die Stürmerposition, aber es wird da noch ein, zwei kleine Details mit hinzunehmen. Und das werden wir machen. Wir werden die Situation oder die Zeit wieder nutzen, um die Jungs, die jetzt weniger gespielt haben, denen Spielzeit zu geben. Gleichzeitig aber auch die anderen immer wieder mit ihnen inhaltlich zu arbeiten. Gerade mit den jungen Spielern ist es wichtig, dass wir jetzt nach der Phase, die wir jetzt hatten, dass wir die gut abschließen, dass wir da auch inhaltlich mit den Jungs ganz klar ihnen zeigen, was war gut, was war weniger gut, was fehlt uns noch, um besser zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und im Endeffekt geht es auch darum, dass wir unseren Weg nicht verlassen jetzt in der Länderspielpause, dass wir klar bleiben, was hat uns stark gemacht, was hat uns dahin geführt, dass wir jetzt so viele Punkte gesammelt haben. Und deswegen werden wir die Inhalte auch ganz klar weitermachen und nicht irgendwas anderes machen, sondern bei uns bleiben. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann möchte ich noch anmerken, dass ihr bestimmt alle gesehen habt, dass während eines Eckballs oder vor der Ausführung eines Eckballs von der Tribüne Bierbecher geflogen sind heute. Mal abgesehen davon, dass wir das aufs Schärfste verurteilen und das Spiel in Bochum auch alle gerade noch sehr präsent vor Augen haben, ist einer der Bierwerfer noch während des Spiels festgenommen und dingfest gemacht worden. Das dazu. Und zum Zweiten, wie geht's weiter? Morgen ist individuelles Auslaufen, also kein Training am Pfalzner Weiher. Und es geht dann weiter am Dienstag um 14.30 Uhr mit einem öffentlichen Training. Das noch organisatorisch. Bedanke ich mich. Schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.